Hi Leute, mein Name ist David. Ihr steht vor dem Kauf eures nächsten Trekkingbikes, dann steht ihr auch zwangsläufig vor der Frage, ob mit oder ohne Federung. In diesem Video versuche ich eure Entscheidungsfindung etwas zu erleichtern und gehe der Frage nach, ob sich die Federung an einem Trekkingbike überhaupt lohnt. Wir haben jetzt hier also ein Trekkingbike ohne Federung und ein Trekkingbike mit einer Federung. Eure Entscheidung hängt jetzt natürlich sehr stark von dem Terrain ab, in dem ihr mit eurem Fahrrad fahren werdet. Wer viel über Waldwege fährt, Straßen mit Kopfsteinpflaster und vielleicht noch Bordsteine, für den lohnt sich eine Federgabel auf jeden Fall. Sie macht die Fahrt deutlich komfortabler und im gut eingestellten Zustand ist der Energieverlust auch nicht zu groß. Wer auf noch mehr Komfort setzt, der kann zusätzlich zur Stahlfedergabel auch noch eine Sattelfederung montieren. Die Nachteile von einer Federgabel sind ganz klar das Gewicht und die benötigte Pflege. Auch lohnt es sich, für eine Federgabel etwas mehr Geld zu investieren, denn schließlich wird die Federgabel bei jeder Fahrt stark beansprucht und teurere Federgabeln haben auch noch mal etwas mehr Einstellungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man die Federgabel blockieren kann. So ist der Energieverlust bergauf auch nicht allzu groß. Wem diese Nachteile bei der Federgabel zu groß sind, der kann einfach auf eine starre Gabel setzen. Hier ist der Nachteil ganz klar allerdings der Komfort. Für längere Waldwege lohnt sich diese Gabel nicht. Allerdings kann durch eine breitere Bereifung ein geringer Luftdruck im Reifen und durch die Arme kleinere Stöße ausgeglichen werden. Die Vorteile von einer starren Gabel sind ganz klar eine bessere Kraftübertragung, die Möglichkeit, Gepäckstücke auch an der vorderen Gabel zu montieren und das geringe Gewicht. Zudem ist hier weniger Technik verbaut, die kaputt gehen könnte, und insgesamt ist die starre Gabel günstiger. Wenn ihr noch einmal mehr Informationen zu diesem Thema haben wollt, dann klickt doch einfach den Link in der Videobeschreibung an. Da findet ihr noch einmal gut aufgelistet von unserem Team Informationen über dieses Thema. Ich hoffe, meine Vor- und Nachteile konnten euch weiterhelfen und ihr seid euch nun sicher, welcher Trekkingbike-Typ euer nächster sein wird. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen da. Und wenn ihr noch weitere Aspekte wisst, der euren Kauf beeinflusst, dann schreibt sie doch einfach in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen. Das war's von mir, euer David von Fahrrad XXL.